Ja, rein zufällig haben wir die Belagerungspanzer dabei, aber ich möchte mich ja gar nicht beschweren. Einmal hier bitte die Panzer aufstellen. Und natürlich rein zufällig sind wir auch die dämlichen nicht Xel'Naga, sondern... Wir brauchen Bunker und Belagerungspanzer, um den Laserbohrer zu schützen. Ohne das Ding kommen wir nie an das Artefakt. Bin ja dabei, bin ja dabei. Ja, was macht ihr denn? Jungs, arbeiten, Arbeit, Arbeit. Rein zufällig tauchen jetzt natürlich wieder die ganzen Viecher auf, die uns ans Leder wollen. Aber damit können wir arbeiten, hoffe ich zumindest. Du gehst mal hier hin und du gehst mal hier rein. Ihr geht mal hier hin. Und ihr geht auch mal hier hin. Der Panzer steht ja schon da, das ist ganz gut. Aber ich hätte auch nichts gegen zusätzliche Raketentürme. Na, was haben wir denn hier? Uiuiui, gibt es immer mehr zum Bauen. Der Inferno-Turm, der Raketenturm, was ist hier neu? Achso, der Sensorturm. So viele Türme. Und hier haben wir natürlich dann noch eine Fabrik. Ich habe es geschafft, Zugang zu dem zu erhalten, was vom Sensorennetzwerk der Möbius-Expedition übrig geblieben ist. Ich speise die Daten in Ihre Karte ein, damit Sie sehen können, was bei den Tal'Darim vor sich geht. Sehr freundlich. Ah, es sammelt sich doch was. Wie lange braucht der Panzer? Oh, der Panzer braucht noch ziemlich lang. Einmal bitte einstecken und hier rüberfahren, oder ziemlich flugs. So, einmal hier hin bitte und der fährt hier rüber. Ich bin übrigens ein Fan von diesem Laserbohrer. Ich möchte an der Stelle nochmal anmerken, wir brauchen auf jeden Fall mehr Truppen und mehr Ressourcen und mehr Rohstoffe. Wir brauchen von allem mehr. Und, ach, das ist ja der zweite Panzer. Und wir dürfen auf keinen Fall... Da, so viel zu den zwei Hetzern. Auf keinen Fall, wie gesagt, diesen Laser verlieren. Das wäre ziemlich uncool. So, komm doch mal her. Nur pro forma und zur Sicherheit bauen wir hier bitte noch zwei Raketentürme hin. Und dann brauchen wir natürlich noch ein paar Arbeiter. Hier können wir auch ein bisschen in die Forschung investieren. Und was ich eigentlich machen wollte, hier mal natürlich, bevor ich wieder das allseits bekannte Problem bekomme. Was? Nicht genug Mineralien? Was ist da los? Bevor ich das allseits bekannte Problem bekomme, einmal hier bitte nachbauen. Ja gut, dann bauen wir erstmal eins, das soll mir recht sein. Hier unten können wir uns natürlich auch da noch hinsetzen. Dann müsste ich dann aber später erstmal die Richtung weiter ausbauen. Machen wir natürlich gleich. Ich dachte schon, der greift mich an, aber es ist bloß ein komischer Vogel. Alles gut, alles gut. Das WBF ist einsatzbereit, das ist schön. Von den Tal'Darim beschwert sich momentan keiner, das ist auch gut. Ja, jetzt scheitert es wirklich langsam wieder an den Plätzen. Aber das ist kein Problem, wir bauen hier schon wieder eins auf. Und dann gleich nochmal zwei Stück, bitte. Und nochmal ein Panzer. Okay, Moment, stopp. Ich habe damit gerechnet. Jetzt gibt es wieder einen Panzer. So. Außerdem bin ich auch der Meinung, Tykes können endlich mal rausrücken, für was die ganzen Artefakte sind und wofür wir die überhaupt brauchen. Nee, das habe ich zweimal dasselbe gesagt. Ich meine natürlich, für was die Artefakte sind, was überhaupt die Belohnung dafür ist und wieso wir das überhaupt machen. Das ist sowieso so eine ganz gute Frage, die er bis jetzt noch nicht beantwortet hat. Das macht das Ganze wieder etwas verdächtig. Was heißt denn? Ach, Bunker, ich habe Titanbunker gelesen. Oi, oi, oi. Bis jetzt ist noch kein Notfall da. Bis hier. Oh, oh, oh. Da hinten kommt noch was. Ach, ja gut, ist ja mir süß. Panzer, bist du fertig? Ja. Ab die Post. Bitte den Panzer mal bitte nach hier hinten. 100 Pro kommt die hier rum, also hoffe ich zumindest. Was soll das denn? Und zack und zack. Ah, oh, alles gut, alles kein Problem. Und einmal hier einsteigen. Hier hat er repariert, das stimmt. Wir bräuchten natürlich dann ein WBF zur Reparatur nebenbei. Ist ja wahrscheinlich gar nicht so blöd. Haben wir schon ein Arsenal? Nein, leider noch nicht. Dann bauen wir doch nochmal schnell eins. Oder ein Waffenlager, mein... Ui. Mal hier bitte auf den. Und hier auf den in der Mitte. Mal hier auf den. Und mal hier auf den. Hörst du auf, meine Panzer zu beschießen? So. Echt mit Panzer beschossen. Dann reiche ich mir sofort ein WBF, das darf ich reparieren. Und hier machen wir die mal runter. Und hier dann nochmal eine zweite Gasabbaustation. So. Der hat aber schnell. Ach, stimmt, wir haben das Upgrade zum Reparieren erforscht. Ah, deswegen geht es auch so schnell. Ich sehe schon. Da steckt ja richtig System dahinter. So, ist natürlich schlau, hier runter zu laufen. Ja, ja, dieser Space Marine. Ich weiß auch nicht, ich glaube, der macht sich über mich lustig. Ein Reaktor hierfür bitte. Und wie schaut's denn aus? Ja, jetzt kann man es mal noch. Na, noch zwei Panzer. Schaut gerade schlecht aus. Aber es läuft doch besser, als ich gedacht habe. Ach du Schande, was ist das denn?
Oh nein, die wieder. Oh nein, die. Oh nein. Oh oh, ich weiß. Ihr wollt entweihen, was den Göttern gehört? Ihre treu ergebenen Diener werden dies nicht erlauben. Das sind Archons. Unsere Männer werden keine Chance haben, wenn sie zu nahe kommen. Ich übergebe Ihnen die manuelle Kontrolle über den Laserbohrer. Ja, ja, ja damit. Sehen Sie nach, ob Sie ihn gegen die Protoss einsetzen können. Okay, ihr habt den Mann gehört. Dreht den Laser um. Wir können ihn benutzen, um die Tal'Darim zurückzudrängen. So, danach darfst du bitte noch die drei abschießen. Oh, zum Glück. Und drauf damit, du schlauer Laser. Und danach mal auf den und der Rest sollte ja eigentlich funktionieren. Oh oh. Oh, die haben ein riesen Schild, das wird kriminell. Aber zum Glück nur 10 Lebenspunkte. Und. Oh gut. Das Wichtigste haben wir geschafft. Und auf den einen bitte. Oh, können wir diesen Laser bitte mitnehmen? Ich möchte diesen Laser bitte mitnehmen. Dankeschön. Und ich bräuchte noch mehr Panzer hier oben, sehe ich gerade. Ah, wie auf Kommando ist er noch einer. Komm doch erstmal hierher. Und stelle ich da hin. Ressourcen haben wir ja noch auch ordentlich, aber ich hätte gerne noch mehr Ressourcen, ich gebe es ja zu. Haben hier bitte die Liste vollknallen. Übrigens, möchte ich anmerken, ein cooler Vorteil, wenn man diese Versorgungsstation einfährt, man kann auch Panzer draufstellen. Was natürlich doof ist, wenn die Panzer mit Artillerie beschossen werden, da gibt es dann natürlich doppelte, schon wieder welche. Doppelte, wie sagt man? Doppelte Belastung für beide Sachen. Oh oh. Achso, Panzer, nein! Panzer, baut die auf! Oh, alles gut, alles gut. So. Aber schade, dass wir wenigstens irgendwelche Überreste von den Möbius-Leuten gefunden haben, dass wir die den Angehörigen überbringen können. Das ist natürlich ein bisschen schade. Aber gut, müssen wir jetzt wohl damit leben. So, WBF bereit, das freut mich schon mal. Dann erforsche ich ja nochmal im Arsenal auch noch ein paar Sachen. Wenn jetzt irgendeiner mit schlechten Fußballwitzen kommt, kriege ich die Krise. So, ich will es nochmal gesagt haben. Jetzt frage ich mich natürlich, ich könnte hier natürlich mal hier noch. Der Laserbohrer hat die äußere Schicht des Tors durchbrochen. 8 Stück nochmal, okay. Okay, wir sind durch die erste Hülle. Das ist schön. Sehr schön, sehr schön. Das WWF ist auch bereit. Das ist wiederum noch schöner. Wo ist es denn? Achso, ja, stimmt, die arbeiten ja gleich. Sollte ja nicht erschrecken, Junge. So, dann hier mal noch die Bunker gar voll machen, auch wenn es nur leichte Soldaten sind. Alarm. Feindliche Lufteinheiten auf Anflugsvektor. Verflucht. Von wegen Lufteinheiten. Das sind Transporteinheiten. Benutzt den Laser und schießt sie ab. Boah, aber wie? Und, was geht zuerst kaputt? Boah, aber wie? Alles kein Problem. Alles kein Problem. Jetzt habe ich fast schon Muffensausen bekommen, aber alles kein Problem. Alles kein Thema. Okay, so. Ja, die sind auf jeden Fall ziemlich kreativ, wenn es darum geht, uns aufzuhalten. Aber bis jetzt funktioniert das noch nicht so ganz. Habe ich das Gefühl. Mal hier bitte noch ein paar Panzer. Und ich merke gerade, dann reiche ich mir sofort mein WWF. Und du baust uns hier natürlich noch ein paar von diesen Dingern und du baust uns natürlich hier auch noch ein paar. Machen wir hier 1 und 2 und 3 und 4. Überstunden sind noch was Schönes. Ich weiß gar nicht, was du hast. F3 ist der Bohrer, genau. Okay, hier kommen nur solche, ist in Ordnung. Sir, ich orte die Energiesignaturen von mehreren Protoss-Relikten in der Gegend. Ich markiere sie auf der Karte. Ich wusste, dass sowas noch kommt. Aber gut, wir kümmern uns darum. Tja, wenn wir noch Zeit haben, können wir sie mit dem Laserbohrer freischmelzen. Ich wette, Statman würde sie gerne studieren. Ja. Können wir gleich machen, aber ich muss hier erstmal die restlichen Leute wegschießen. So, das haben wir den stärksten schon mal abgeschossen. Ah. Ja, das könnte funktionieren. Ja, und nochmal hier mit rein. Ja, die sterben wie die. Ach, da müssen wir hinlaufen, okay. Schade, aber das kriegen wir hin. Was, alles gut. Keine Panik. Greifen echt von allen Seiten gleichzeitig an, die Schweine. So, mal hier bitte noch ein Panzer hin. Und hier noch ein Panzer hin. Einmal hier bitte aufbauen. Und einmal hier aufs Eck bitte aufbauen.
So, jetzt haben wir doch schon mal überall Panzer eingestellt. Gefällt mir schon wesentlich besser. So, hier unten, der kommt zurecht, das ist schön. Nein, hier Doppelklick bitte, dankeschön. Und die auch runterfahren. Jetzt müssen natürlich auch noch irgendwie in die Relikte kommen. Die haben die natürlich auch irgendwie gesichert. Aber ich wäre nicht ich, hätte ich da so halbwegs dran gedacht. Können wir uns ein paar Space Marines und Sanitäter dazu holen. Schicken wir dann einfach mal einen Trupp hoch. Dass wir zumindest dann alles mit dem Laserbohrer umschießen können. Zumindest in der Theorie ist das der Plan. Ob das funktioniert, weiß ich nicht. So, obwohl Sanitäter haben wir schon da. Kommando zurück, wir nehmen nochmal zwei Schützen. So, und alles was jetzt laufen kann, läuft bitte mal hierher. Funktioniert. Was? Positiv? Von euch soll sich keiner bewegen. Gut, habt ihr gut gemacht. So, Level 2 Upgrades bitte hier auch. So, hier, nee, gibt's was zu reparieren? Nö, hat er schon gemacht, sehr fleißig. Sicherheitshalber mal bitte noch eine weitere Panzerfabrik. Oh, was sind jetzt wieder? Ach stimmt, hier haben sie angegriffen. F3. Huiuiui. So, bitte mal hier die Dinger umschießen. Die greifen ja direkt an. Auf den letzten, noch den letzten, bevor er rankommt. Boah, ja, macht ordentlich Schaden. Und der Bunker geht wahrscheinlich kaputt. Ja, haben wir leider zu viel Schaden selber drauf gemacht. Jetzt kommen sie wieder von der anderen Seite. Jungs, ich will euch auch mal so ein bisschen so tun, als würde ich moderieren. Nein, stopp, so muss ich machen. Und dann so, und dann so, und dann so. So, Panzer stehen da. Ich habe schon gedacht, die bewegen sich schon wieder. Ich brauche sofort wieder hier. Komm mal her, einen neuen Bunker. So. Hey, da lebt noch ein Archon. Wir haben den Archon vergessen. Obwohl, das geht locker flockig. Ja, schau, kein Problem, bis der Laser sich umgedreht hat. So. Hat trotzdem mal hier noch zwei Panzer mitgenommen, sicherheitshalber. Hier werden aber die Panzer repariert. Sehr schön. Wir können uns hier unten auch noch einnisten, ne? Na, ja, machen wir gleich, machen wir gleich. Also hoffe ich zumindest, dass das funktioniert. So, einmal hier wieder einsteigen. Und dann bitte noch einen Tech-Reaktor und natürlich noch, falls wir sie wieder brauchen, hier noch zwei Raketenwerfer und... Raketenwerfer, wie heißen die eigentlich? Ich nenne jetzt... Ach ne, Raketenturm. Okay, war fast richtig. F3. Hey, ey, 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 ey. Das finde ich jetzt aber nicht schön, dass du hier so schnell machst. Na, machen wir den da. Der da dürfte vorher sterben. Ah, sehr schön. Und auf den. Und damit sind die wichtigsten Gegner schon mal... Ach du Schande. Kriegen die auf die 12. Ey, der lebt ja noch. Oh, jetzt habe ich extra den Laser umschwingen lassen. Das war nicht so smart. Aber egal. 147 Gigawatt. Boah, das wäre auf jeden Fall eine ordentliche Lampe. So, dann mal hier noch einen hinfahren. Und hier nochmal bitte mit Schützen voll machen. Und hier den Panzer hinstellen. Und hier noch einen Panzer in Auftrag geben. Es läuft doch verhältnismäßig gut. Also, ich hoffe natürlich, dass das jetzt so bleibt. Wir haben schon die Hälfte des Tores übrigens zerstört. Müsste jetzt hier... Der Laserbohrer schneidet sich nun durch die Thermalbarriere des Tores. Ah, ich dachte bei 50%, dass er dann hier einknickt, aber... Nee, dem war noch nicht so. Okay. So, pass auf. Dann gib mir hier mal noch 4-5 Mann. Die benutzt jetzt am Sonntag eine zweite Basis hinzuziehen und dann können wir dann nach der nächsten Welle mal gucken, ob wir hier noch irgendwas einnehmen können. Also brauche ich natürlich noch ein oder zwei Panzer. Und hört auf, ihr komischen Panzerfahrer, über diesen Losschießwitz zu bringen. Der ist ja grauenvoll. Sir, weitere Lufteinheiten im Anflug. Wir müssen sie ausschalten, sonst werfen sie immer mehr Truppen direkt über unseren Köpfen ab. What? WWF repariert gegen. WWF repariert gegen. Kein Problem. Super WWF macht das. Oder? Na, macht das WWF das? Ja? Boah, wir haben einen Panzer verloren. Und einen Turm haben wir verloren. Und noch ein Panzer. Huiuiui. Aber den Rest haben wir erwischt. Alles gut. Alles gut. Mal hier bitte. Bauen wir hier bitte drei Türme hin, wenn es ja recht sein soll. Mir ist es recht. So, dann fahren wir euch zweimal hier hin. Und euch schicken wir mal da runter. Du bleibst hier. Und du auch. Oh, oh, nein, das war eine dumme Idee. Alles wieder hoch, alles wieder hoch, alles wieder hoch. Und ihr zwei baut aus und man reicht mir den Laser und dann schießen wir mal auf diese Jungs. Gut, hier hinten ist noch nichts, was anstrengend wäre. Und volles Rohr auf die drauf. So, jetzt können wir da hingehen. Einmal hier hoch bitte. In der Hoffnung, dass ich jetzt nicht gleich hier oben zerrissen werde von irgendwas, was ich vergessen habe.
Okay, stopp. Belagerungspanzer und vielleicht den Laser. Den Laser einmal dazu, bitte. So, was mir reinfällt, erschöpft. Achso, F3 und mit dem Laser hier dann bitte einmal das zerstören. Oh nein, ich merke gerade, wir müssen wieder mal umschwenken. Erst das da zerstören. So, dann einmal hier sammeln. Heieiei, ist das ein Durcheinander. So, hier, jetzt warten wir auf den nächsten Angriff, dann gehen wir auch mal der Runde. Also ich habe es zumindest vor. Hier, yeah, willst du mich verarschen? Und auf den nächsten. Und auf den nächsten. Verschwindet automatisch, wenn der... Ja, sehr schön. Und auf diese drei Herren. Oder was auch immer das ist. Auf jeden Fall sind die mir ziemlich unangenehm. Was ist denn jetzt für... Jungs, ich möchte doch eigentlich nur... Obwohl, je länger wir hier um den rumschießen, umso weniger können wir auch am Tor zerstören. Also wir haben eigentlich noch ein bisschen Zeit. Schnell, mach das weg, mach das weg, mach das weg, mach das weg. Wieso schießt du denn nicht? Weil ihr sollt doch nicht schießen. Ich habe meine Jungs gemeint. Ihr seid ja lustige Leute. So, dann mal hier bitte den Schrein aufschmelzen. Hier wurden wir gerade angegriffen, das heißt, wir können ja gleich mal runterflitzen. Haben wir hier noch ein paar Panzer im Angebot? Nein. Die bauen wir jetzt halt schnell. Komm her. So, dann bauen wir hier mal... Einfach mal... Zwei Bunker. Und ihr drei baut mir hier mal gleich eine Kommandozentrale. So, mal hier bitte alles gleichzeitig errichten. Oder noch besser, du baust mir hier erstmal noch zwei Raketentürme. Da. So, nur temporär gesichert. So, was? Nein, das war genau das, was ich nicht hören wollte. So, der erste ist kaputt. Oh, da kommen ja noch welche. Aber nee, ich glaube, die sterben vorher schon. Oh, oh, oder wir fahren jetzt ein paar Verluste, das kann natürlich sein. Hörst du auf damit? Tja, also Manieren. Das sind doch keine Manieren, was die hier machen. So. Und Abmarsch nach hier unten. In der Reihe fällt der Chef, das höre ich auch nicht gern. Ihr drei, geht gleich mal hier hoch. Ach, du Schande. Oh, puh, jetzt habe ich schon Angst. Da kommen wieder welche, aber jetzt sind sie unsere. Alles gut, alles gut. So. Ach, schauen wir. Was? Ohne Vorwarnung greifen die direkt an. Ah, lohnt sich ja das Umschwenken gar nicht. Stopp. Junge, du gehst mal hierher und bist mit der Reparatur Hans vom Dienst. Und ihr zwei fahrt mal hier runter. Und hier haben wir noch den Laser. Der darf... Nein, den da zerstören. So. Ey. Der darf sich hier hinstellen. Und dann stellen wir hinten ums Eck auch noch ein paar auf. Das wird eine schöne Explosion. Eine Explosion der Gefühle. Nein, umgekehrt. Auf jeden Fall wäre das irgendwas, was für die Teilnehmer schlecht ist und für uns wunderschön. Dann machen wir den da mal da weg. Und einmal hier bitte hin. In der Hoffnung, dass die nicht durch Wände schießen können. Weil wir schießen ja mit dem Panzer oben drüber. Die schießen ja mitten durch. Und dann hier mal zwei Geysire noch bauen. Ein paar Leute hier noch dazu geholt. Und ihr... Kommt mal hier bitte nach unten. Ey. Und natürlich Leute zum Reparieren sind auch immer da. Das ist natürlich wunderherrlich. Aber trotzdem hätte ich gern noch ein paar... von diesen Raketentürmen. Genau, so, funktioniert doch. Dann machen wir hier mal die Bunker voll. Eben bitte Ruhe, sagt der Geil, der ist ja lustig. So, und der Rest bleibt erstmal hier. Beziehungsweise geht mal hier rum. So, momentan... Oh, momentan ist Funkstille bei den gegnerischen Einheiten. Thermalbarriere durchbrochen. Der Laserbohrer schneidet sich nun durch den Kern. Sie wollen das Erbe der Götter besudeln. Vernichtet sie. Ich kann's kaum noch erwarten. So, den können wir so machen. Den machen wir so. Ich habe das gute Gefühl, der hat noch mehr Einheiten für uns. Ich will's eigentlich gar nicht wissen, wenn ich ehrlich bin. Ach, komm schon. Musste das jetzt sein? Eine weitere Welle von Lufteinheiten ist auf dem Weg zu Ihnen. Die Typen geben einfach nicht auf. Holt sie runter, Jungs! Ah! Hör auf! Hör auf, so viele zu sein! Hey! Wir brauchen diesen verdammten Laser noch. Aufhören!
Uiui, ach du Schande. Na gut. So, aber es ging verhältnismäßig. Oh nein, oh nein, oh nein. Schnell die da machen, bitte. Einmal abdrehen und hier bitte auf den. Und auf den. Von wieso lebt der denn noch? Wieso lebt denn der noch? Ich hab doch. Der soll doch schon längst weg sein. Yes, yes, yes. Oh, apropos weg sein. Hier einsteigen, hier einsteigen, hier einsteigen. Jungs, alles rein da. So. Fuck, und ich habe oben keinen Panzer mehr. Puh, okay. Hier bitte mal noch die zwei. Was haben wir denn hier jetzt noch? Hört das denn gar nicht mal auf. Einmal hier und einmal hier. Jetzt haben wir noch ein paar. Was machst du denn? Lass doch einfach den Kerl da durchfahren. So. Eieieiei. Koordination vom Feinsten, wieder ein Panzer verloren. Arr. Egal dann. Wir haben momentan genug Ressourcen. Knallen wir mal die Ausbildungsliste mit Panzern voll. Das ging jetzt wiederum sehr schnell. So, jetzt sag doch. Geht weg. Lasst mich. Ich hasse den Koloss. So, aber der kommt jetzt hier nicht durch.